Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Assassin's Creed Valhalla. Das letzte Mal haben wir angefangen, hier in East Anglia noch die offenen Aufgaben abzuschließen. Und wir haben es auch geschafft und haben den Weg des Berserkers gemeistert, wodurch sich auch Björn jetzt hier dem Rabenclan angeschlossen hat. Und ja, war sehr lustig, was wir alles mit ihm zusammen erlebt haben. Jetzt können wir im Prinzip weiterziehen und ich schau mal. Wir könnten gleich hier die Legende von Beowulf machen oder uns vielleicht zuerst mit dem Dränger hier anlegen. Das wäre noch offen. Ich glaube, das machen wir. Der müsste auf für Stärke 160 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Da sind wir ja jetzt aktuell erstmal weit drüber, aber der hatte ja diese zwei Speere und ich weiß nicht, ob er dadurch einfach eine viel, viel größere Reichweite hat, als wir nur mit unseren zwei kleinen Dolchen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das hat, aber gucken wir einfach mal, ob wir effektiv gegen ihn kämpfen können. Der steht auch schon da im Wasser und wartet auf uns. Gucken wir einfach nochmal, ob das jetzt was wird. Also ich wäre bereit. Super. Fängt ja perfekt an. Tor der Fischhändler. Okay. Ja, er ist aggressiv. Kann auch die unblockbaren Angriffe und sich rollen und... Wow. Dann müssen wir ihn wohl anzünden. Ja. Ja, die Hitze des Kampfes, sie erwärmt meine Glieder. Na, ich glaube, das ist einfach nur das Feuer, das dich erwärmt, aber das ist okay. Wir kämpfen ja hier im Wasser, du kannst dich also recht schnell löschen. Falls du das als unfair sieht. Er rollt sich auch immer viel. Sieh hin, mein Sohn, ein wahrer Dränger kann auch mit Stock und Stein kämpfen. Du hast zwei Speere. Das sind schon gute, richtige Waffen. Ja. Vielleicht können wir mal hart hier auf ihn schicken. Junge, sieh nicht weg! Mein Ende naht! Nun stehe ich an der Pforte zum Ruhm. Vergiss mich nicht, mein Kind, mein lieber Sohn. Jetzt verstehst du es. Ja, ich verstehe es, Vater. Das ist der Ruhm, von dem du sprachst. Geh nun nach Valhall. Gesell dich zu Ragnar im ewigen Kriegsgrund. Dein Vater ist ein guter Krieger. Drängar bis zum Schluss. Eines Tages werde ich ihn ehren und selbst Drängar werden. Mach das, ja. Puh. Okay, Drängar besiegt. Die sind dann alle hier doch noch richtig zäh. Also man darf solche Bosse nicht unterschätzen. Und zwei weitere Fertigkeitspunkte. Oh, irgendwas haben wir noch bekommen. Ich würde jetzt die aber noch schnell ausgeben. Fangen wir hier hinten an, machen das noch fertig. Dann haben wir hier schon alles, da drüben. Dann einfach hier noch leichter Schaden. Wunderbar. Nein, und was haben wir bekommen? Mist, jetzt habe ich das verpasst durch die Nachricht. Ich guck mal kurz ins Inventar. Nee, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Es war anscheinend keine neue Ausrüstung. Okay, na dann ziehen wir einfach mal weiter. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um das Biest aus der Unterwelt.
So, dann schauen wir mal nach, was das mit dieser Legende von Beowulf auf sich hat. Plünderer haben unser Vieh gemeuchelt. Es waren keine Dänen. Es war der Teufel. Wir wissen, dass es die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Lasst sie Wehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Seht, da ist so ein Dänenabschaum. Fragen wir doch nach. Oh, ihr wollt euch prügeln. Du hast meine beste Milchkuh zerfleischt, du Untier! Ich hab deine Herde nicht angerührt. Arin macht es nur schlimmer. Das auch noch gegen drei. Aua, hey, ich war gerade in der Combo. Die hat einen ganz schön maskulinen Ruf. So, fertig. Diese Sachsen kämpfen wie tolle Hunde, um die Iren zu schützen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Danke, dass du dich zurückgehalten hast, Fremder. Wie ist dein Name? Eivor, vom Rabenclan in Mercia. Wolfhilda. Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Mhm. Das machen ich wir doch glatt. Mit den toten Kühen beginnen. Ach du meine Güte. Bissspuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Wieder so eine Witcher-Quest. Ich freue mich. Du da, was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du so sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Wie kam denn die Kuh dort aufs Dach? Das ist nur frisch. Wohin führt die Spur? Naja. Hier hin. Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben. Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrieb. Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Drängar wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Einen Wolf? Einen Bären? Einen tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Welches Tier hinterlässt denn einen feuchtglänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Hrothgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Das kleine Mädchen sagte, das Wesen sei ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Das war nichts Schlimmeres. Oh, bitte lass es was Mystisches sein. Ich sollte diese Hinweise mit Wolfhilda besprechen. K-
Grendel würde passen. Das ist ja immerhin das Monster, das Beowulf erlegen muss. Schauen wir mal. Wulfhilda, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Es ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder, sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Hier entlang. Vielleicht gibt es Spuren. Auch gerade das Wetter mit dem Regen und dem Wind, das passt so gut zur Stimmung. Finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder Absicht. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Es stinkt nach Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki. Aha. Da hinten also. Oh. Heilige, rettet mich! Der Blutgeruch hat ein hungriges Wolfsmüll angelockt. Aua. Für Gott. Für Odin. Geht's dir gut? Haben die Wölfe dich gebissen? Nein, ich bin wohl auf. Danke. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Kein Problem. Aber sag mir, was geschehen ist. Diese Biester waren auf der Suche nach frischem Fleisch. Ich meinte, warum du wieder hier draußen bei dem toten Vieh bist. Ich suche nach meiner besten Milchkuh. Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Nein, aber eine dänische Axt. Sie gehört Hrothgar, dem Anführer der Kriegsbande. Weißt du sicher, dass das seine Axt ist? Ja, er fuchtelte damit im Dorf herum und verlangte Ale. Ich werde mit Hrothgar und seiner Kriegsbande sprechen. Diese Frau ist sicher, dass eine Bande Krieger hier für diese Gräuel verantwortlich ist. Andere Spuren haben wir nicht. Ich weiß, welche Männer sie meint. Sie halten sich in der Kirche nahe des Brisleer-Gehöfts auf. Ich bring dich hin. Komm. Ihr Anführer Hrothgar ist ein guter Mann für einen Heiden. Der tötet nicht grundlos Vieh. Du hast wunderliche Ansichten, Wulfhilda. Und einen ungewöhnlich offenen Geist. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Die meisten Heiden würden Zauberei oder Monster verantwortlich machen. Doch du suchst nach einem weltlichen Grund. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen. Aber die Antworten sind oft naheliegend, wenn auch versteckt. Wohl wahr. Doch in diesem Fall hat die Kirche mich mit der Erklärung des Unerklärlichen betraut. Das führt manchmal zu unchristlichen Gedanken. Und deine Kirche nimmt diese unchristlichen Gedanken hin? Sie dulden sie. Luzifer ist ein Täuscher und Gottes Wege sind unergründlich. Also muss auch ich allen Möglichkeiten offen gegenüberstehen. Ob weltlich oder anderweltlich. Und deshalb duldest du einen Heiden wie mich? Vielleicht. Oder aber wir alle, Heiden und Christen, befinden uns im Angesicht eines größeren Mysteriums. Ja, durchaus möglich. Was ist denn hier passiert? Irgendeine Schlacht? Oh oh.
Das hier hat jetzt irgendwie so transsilvanischen Flair. A la Van Helsing. Etwas stimmt nicht, Eivor. Hrothgars Männer sind raue Gesellen. Hier ist es viel zu ruhig. Bleib zurück, Priesterin. Das ist Kriegshandwerk. Ja, hier waren wir auch schon mal. Ich erinnere mich. Hrothgar und seine Leute, sie waren immer gut zu mir. Hab Acht, Wohlfilder. Ihr Mörder könnte noch hier sein. Ihr Anführer Hrothgar. Ich sehe ihn nicht unter den Toten. Ich werde ihn finden. Aha. Sieh nur, frischer Moder. Wie bei den Kühen auf den Feldern. Das Landvolk sagt, es sei das Teufelsmahl. Was sagst du, Eivor? Ich sage, finden wir den Moder, dann finden wir den Mörder. Ja, das ist naheliegend. Dieselben Male wie zuvor. Bissspuren, zerfleischt. Diese Wunden stammen nicht von einer Waffe. Welcher Dämon vermag, so viele wohlbewaffnete Krieger zu erschlagen? Eivor, dort oben. Noch mehr Blut. Jemand kroch in den Dachspeicher oder zog eine Leiche hinauf. Dann schauen wir doch mal. Zurück, du. Zurück, sag ich. Ich kann mich immer noch wehren. Bist du Hrothgar? Der Anführer dieser Krieger? Wer bin ich? Plünderer aus Finnmark und stolz darauf. Solange ich es noch kann. Ich bringe schlechte Kunde. Deine Krieger sind tot. Dieses Blutbad. Wer oder was war das? Das Ungeheuer. Es tötete uns und lachte dabei. Es lachte. Es zerbrach meine Axt und schlitzte mich auf. Ich kroch hier hoch, um zu sterben. Was war es? Konntest du es sehen? Ein mieser Jötun. Ein Nachtwandler vom Weltenrand. Er sprach, nannte sich Grendel. Sagte, es würde wiederkehren. Gut. Wir werden ihn erwarten, du und ich. Ich nicht. Meine Wunden sind zu schwer und mein Huger will aufbrechen. Schick sie zu Hel. Für mich. Flieg du mit den Schlachtjungfern, mein Freund. Ich werde mich um diesen Grendel kümmern. Was er auch sein mag. Warte, Krieger. Es waren zwei. Wir verstecken uns besser, um den Dämon nicht zu verscheuchen. Wir warten hier oben, bis er sich wieder zeigt. Ruh dich aus, Krieger. Ich werde betend Wache halten. Ja, ich glaube, nach Grendel gab es auch noch den Sohn von Grendel. Also es könnten zwei sein. Ich muss jetzt einfach zu den Großschwertern wechseln. Das fühlt sich alles so Witcher-mäßig an. Und vom Flavor würde mir das einfach besser gefallen. Also einmal zum Karolinger Langschwert. Und zum Doppelhänder. Das muss einfach sein. Oh Mann, ist das cool. Ich hoffe wirklich sehr, dass das irgendwie ein Ungeheuer ist oder irgendwie was Mystisches. Dann wollen wir mal sehen. Wohlfelder, ruhig. Da ist jemand. Wo denn? Oh, da unten. Wachen spielen. Wachen spielen. Grendel? Ein riesiger Kerl. Nicht spielen? Spielen. Jetzt spielen. Spielen. Schnappen wir ihn uns. Grendel, nur spielen. Du machst Grendel weh. Mama, ich will nach Hause.
bei allem, was heilig und hell ist. Was für eine Art Monster ist dieses Ding? Kein Monster, ein Mensch. Seltsam anzusehen, doch dieser Grendel ist... war... ein Mann. Aber wo kam er her? Alle Männer haben Mütter. Dieser rief am Ende nach der seinen. Und alle von uns, selbst die hässlichsten, haben eine Seele. O Herr, vergib diesem Mann seine Sünden und gewähre ihm deine Gnade und ewige Liebe. Moder überall. Bleib hier, Wohlfelder. Ich folge dieser Spur. Schenke ihnen ewige Ruhe, O Herr, und bade sie in immerwährendem Licht. Mögen all diese Seelen in Frieden ruhen. Grendel muss diesem Moder hierher gefolgt sein. Aber von wo? Das ist hier die Frage. Die Spur führt nach Südwesten. Ja, oder war das andersrum, dass Grendel das Kind war und es dann noch die Mutter gab? Auf jeden Fall, irgendwie sowas erleben wir hier gerade. Ach du meine Güte. Das kann doch kein Mensch machen. Mehr Moder. Der Weg ist richtig. Grendel kam wahrscheinlich aus dem Südwesten von Brislea. Dann brechen wir da hin auf und folgen einfach dieser Spur. Wow. Die Quelle des Moders muss nah sein. Ich nehme mal das Eisenerz hier mit. Auch einfach hier direkt auf dem Pfad. Das ist schon komisch. Die Moderspur führt in diese Grube. Ja, na dann. Hinein. Ach, und jetzt sind wir auch hier, wo es eigentlich um diese Tafel geht. Perfekt. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir hier die Höhle erforscht haben, war die noch ein bisschen buggy. Dieser Gestank. Zumindest haben wir da irgendwie den Schlüssel nicht bekommen. Was haben wir denn hier? Diese Frau spricht von ihrem Kind, Grendel. Ein grausames Schicksal, das die Nornier hier woben. Altes Tagebuch. Mein Junge, mein lieber kleiner Grendel. Meine Augen erblicken nichts als ein winziges, hilfloses Ding. Seiner Gestalt mag nichts gleichen, doch mein Herz fühlt überwältigende Liebe, wie die Liebe Gottes. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Sie sagen, er wird nicht lang leben, doch werde ich alles für meinen Kleinen tun, meinen Grendel. Oh je. Oh je, oh je. Dann folgen wir doch mal diesem Weg hier. Das ist der Schlüssel. Ja, und irgendwas vernebelt uns hier ganz schön die Sicht. Wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Pilze. Zerfleddertes Tagebuch. Mein Grendel wächst trotz aller Widrigkeiten heran. Unser Dorf, andere Kinder, sein eigener Körper, meine Liebe und die Gnade Gottes sind alles, was er braucht. Er wird den Rest hinter sich lassen. Er braucht ihre verängstigenden Blicke, ihre fiesen Hänseleien, ihre bösen Drohungen nicht. Oh Mann, ey. Wenn wir jetzt gleich auf die Mutter treffen.
Oh. Grendel, komm zur Mutter. Muffiges Tagebuch. Es obliegt nur Gott, über Grendels Sünden zu urteilen. Mein einfacher Junge kennt seine eigene Stärke nicht. Vergib ihn, Herr, denn er weiß nicht, was er tut. Meine Pflicht ist es, ihm ein gutes Leben zu geben, und das werde ich. Ich liebe ihn so sehr, meinen lieben kleinen Jungen, mein Grendel. Nein. Na dann erstmal hier runter. Mein Kopf taumelt von Fieberträumen. Was ist hier los? Grendel! Grendel! Bist du das? Antworte! Ja, der Schlüssel ist jetzt hier. Ein Schlüssel. Wie passend. Was nützt er ohne ein Schloss? Hier ist doch eins. Alles voller Moder. Es ist der Moder. Er schickt mir Bilder, wie das Gebräu eines Sehers. Du riechst wie mein Sohn. Meines Sohnes Blut. Wo ist er? Wo ist mein Junge? Das wird dir nicht gefallen. Zwing mich nicht Dein dazu. Wind. Welch böser Seder ist das? Du, die Frau vom Gehöft, du hast über die Dänen gelogen. Um meinen Jungen zu beschützen. Er wollte niemanden verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Sein Körper wuchs immer weiter, doch sein Verstand nicht. Er war mein Junge, mein lieber kleiner Grendel. Wohlfilder muss die Wahrheit erfahren. Oh je. Eine ganz schön tragische Geschichte. Dann würde ich mal schauen, wenn wir schon hier sind. Vielleicht kriegen wir dann jetzt auch gleich die Platte. Erstmal Eisenerz. Ja, noch ein Stückchen weiter. Genau, und dann kommen wir hier raus. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich damals, als ich das Video geschnitten habe, wir waren ja hier oben in dem Raum schon drinnen. Und dass es hier oben auch noch irgendwie so eine kleine Lücke gab. Moment, noch ein bisschen weiter. Welche Überraschung erwartet mich wohl diesmal? Weil wir sind ja damals gleich hier rausgekommen. Das haben wir noch gesehen. Und hier oben? Nee. Ah, jetzt war hier die Tafel. Okay, ich dachte nämlich, dass man hier irgendwie dann weiter hochklettern kann. Na schön. Dann nehmen wir jetzt den Ausgang. Den haben wir ja schon damals aufgedeckt. Und gehen zu Wulfilda. Beziehungsweise, ja, die ist gleich hier oben. Sehr schön. Ach, mich freut's, dass wir jetzt hier auch in East Anglia alles fertig kriegen. Und dann bald auch noch gegen die Töchter Lerions kämpfen. Oh, das wird was. Wo ist sie denn? Immer noch in der Kirche, okay. Huh?
Äbtissin. Eivor, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich tötete ein Monster, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter, tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Doch es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Beretschingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla. Aber lass meinen Namen da raus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Denn die Wahrheit, die knochenkalte, ganze Wahrheit, ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wolfhilda. Mach eine gute Geschichte daraus. Wie cool. Und dadurch ist dann die Geschichte von Beowulf entstanden. Also ist das auf Eivor zurückzuführen. Zumindest hier im Assassin's Creed-Universum. Wie cool. Okay, sehr schön. Und wir haben 7 Fertigkeitspunkte. Die geben wir auch gleich wieder aus. Und dann machen wir hier hinten noch alles fertig. Nahkampfwiderstand. Das wird uns helfen. 312, ja? Das macht sich so langsam. Und dann würde ich sagen, war es das auch wieder von dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.